So, dann werden wir mal gucken, wie wir da an das Lapis rankommen. Es sollte nicht allzu schwer sein, denke ich. So, dann sind wir beim ersten Lapis-Lazuli-Block im ganzen LP. Boah, wäre fast ins Wasser gefallen. 8 Stück, mehr nicht. Mensch, Mensch, Mensch. So. Hallo Spider. Ja, bist ja ein gutes Vieh. Ja. Nicht mal wissen, wie es hier weitergeht. Das sieht groß aus. So, das haben wir. Alter, das wird hier groß. Das wird hier immer größer. Hier habe ich echt Angst, mich zu verlieren. Am besten sollten wir diese Höhle mal richtig erkunden, wenn wir dann mal richtig hier unten sind mit Fackeln und allem, ne? Aber erstmal sollten wir uns mal einen Unterschlupf machen. Ich weiß ja nicht, ne? So, dann geht's wieder zurück. Huch. Dann. So. So, da sind wir wieder oben. Es ist natürlich Nacht und wir brauchen eigentlich Schafe da, eine Schweine, eine Kuh. Wir bräuchten ja eigentlich mal richtige Schafe, um uns ein Bett zu craften. Da stehen wir echt ein bisschen blöd da. Aber naja, gut. Wir haben ja gerade erst angefangen. Wir sind in der dritten, 103. Folge hier. 100. Viel. So. Was nehmen wir denn jetzt? Hier kommen, das packen wir alles wieder zurück. Was ich jetzt aber für eine kurze Zeit mache, ist einfach, ja, es tut mir leid, wir stellen einfach mal die Monster aus, auf friedlich. Ne? Und werden erstmal hier ein bisschen Sand wegmachen, damit wir unser erstes Haus bauen können. Boah, geil, ey, so ein richtiger See. Dann kommt hier noch so ein schöner Hafen hin oder sowas. So ein Anlegestellenhafen, keine Ahnung. Anlegehafen und dann läuft das auch. Diesen Zeppelin da nehme ich einfach mal mit. Das ist ja nicht schade, wenn wir den jetzt mitreißen hier. Macht ja nichts. Wir haben ja Holz. Wir haben ja Holz. Wir haben so viel Holz wie noch nie. So. Mal sehen, wie lange das Holz reicht, ne? Also bei uns ein Holzstück in den, wo wir es, ich glaube, in den 20er Folgen gefarmt haben, hat bis zum Ende gereicht. Bis zur 100. Folge. Wobei wir davor nochmal einmal Holz fällen mussten, aber das war dann echt nochmal das Letzte, ne? Und es war nur Birkenholz. Jetzt haben wir hier schon Schwarzeiche, wir haben Eiche, wir haben dunkelgrünes Gras hier. Wir haben hier alles, wir haben keine Schaufel. Das machen wir uns jetzt mal schnell. So, brauche ich. Guck mal, wir haben Eichenholz. Echt krass. Dass ich die Zeit mal mit dem Eichenholz miterleben darf. Ganz ehrlich. Hätte ich nicht gedacht. So, zwei lächerliche Schaufeln. Und das kommt wieder zurück. Und dann lässt sich dieses ganze Stück hier schon schneller abbauen. Ich würde tatsächlich erstmal nicht mit einem Haupthaus anfangen, sondern mit einem Turm. Nee, komm, Turm noch nicht, komm. Ich würde hier erstmal einen Platz hinmachen. Einen schönen Platz aus Cobblestone vielleicht oder einfach so, dass wir sagen, hier, komm, hier ist der Hauptplatz. Hier halten wir uns wahrscheinlich die meiste Zeit auf und dann können wir mal anfangen, ein Haupthaus zu bauen. Und ich habe die Monster halt ausgestellt. Das heißt, wir können eigentlich nicht getötet werden. Wir haben natürlich jetzt auch den Vorteil, dass wir keinen Hunger bekommen, ne? Das ist jetzt ein bisschen blöd. Aber fürs Bauen, also es ist ja jetzt kein Cheaten oder sowas, ne? Also, das ist jetzt ganz normal, stinknormales Minecraft. Da habe ich mir auch keine Grenzen oder sowas gesetzt, wo ich irgendwie sage, hier, das darf nicht so sein oder so, ne? Ja. Also, tja.
So. Ja. Tut mir leid, musste niesen. Ja, ich hab mal nicht gehört, ne? Dieses. Keine Ahnung, wie ich es nachmachen soll. Tja, ich hab genießt. Ich wollte eigentlich erstmal das Mikrofon ausstellen, aber hat dann doch nicht geklappt. So, Sand fahren wir hier auch währenddessen. Super Start. Wir können ja unser erstes Haus hier in den Berg reinbauen, von mir aus. Also ich hätte nichts dagegen. Wir haben noch nie im Let's Play hier irgendwie ein Haus in den Berg gebaut. Das wäre eigentlich ein super Anfang. Oder aber wir machen den Berg weg, wobei das eh irgendwann nichts bringt, weil der Berg eh irgendwann, ne? Wisst ihr schon. Und wir könnten eigentlich unser Haus hier auch auf dem Berg bauen. Aber ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich so gut wäre. Muss man überlegen, ob wir den ganzen Berg hier abholzen. Ne. Also ganz ehrlich. Eigentlich sollten wir ein Haus in Berg bauen. Können wir machen. Ich hätte nichts dagegen. Könnten natürlich auch unser Haus auf dem Wasser bauen, da hinten. Ich glaube, ich versuch's mal mit da hinten. Mal sehen, wie wir es da hinten machen. Am besten vielleicht so. Erstmal mit Sand ausfüllen. Die Ebene, die man hat. Und jetzt mit L. Können tatsächlich unser erstes Haus hier auf der Insel, auf dem Teil hier, auf dem Gebiet hier bauen. Wir machen das jetzt aber, würde ich mal sagen. So. Psa. Bin ich weggerutscht mit der Maus. Mit der Taste, meine ich. Dann haben wir eine neue Baufläche. Ich mache mal kurz einen Screenshot. So, das seht ihr jetzt. Seht ihr auch, wann ich aufgenommen habe. Also wann ich jetzt, wie jetzt gerade die Zeit ist, 19:29 und 54 Minuten. Wir brauchen Holz. So. Und ja, ich esse gerade. Im Let's Play. Ja, ist mir gerade selber aufgefallen, weil ich es selber auch höre. Ich weiß, ist ein bisschen seltsam, aber okay. Darf ich nicht essen? Ich weiß, ich fühle mich da immer ein bisschen seltsam, wenn ich esse im Let's Play. So, was setzen wir hier? Na. Das zuerst
Wir machen hier einfach mal ein längliches Haus draus, ne? Wie wäre das? So. Okay. Wie findet ihr das eigentlich so? Sollte man im Let's Play eigentlich essen oder sollte das eigentlich vollkommen verboten werden, weil das nicht hygienisch ist oder so, oder weil das... Also ich fühle mich da ein bisschen seltsam, also fühle mich da ein bisschen schlecht, wenn ich aufnehme und dann gleichzeitig esse. Das ist ein bisschen unmöglich. Das habe ich gerade eben versucht. Einmal, da habe ich mich selbst überwunden. Hier, komm, iss jetzt. Iss. Und dann habe ich gegessen und dann... Ja. Ja. Also, ich weiß nicht, wie das sein soll. Ich weiß nicht, ob ich das auch wirklich machen sollte. Weiter. Oder nicht. Naja, ich habe jetzt eben gerade das erste Mal gegessen im Let's Play. Ich kann jetzt nochmal essen. Mmh. Mmh. Ich komme dir echt schlecht vor. Mmh. Mmh. So. Das ist, Reiswaffel. Mit Schokolade. Mmh. So, die Fenster hauen wir gleich rein. Keine Sorge, das wird kein fensterloses Haus. Es sieht aber schon ein bisschen seltsam aus hier, ne? Da muss ich euch recht geben. Ich kann noch mal essen. Ich versuche einfach mal diese Folge einfach mal ein bisschen nebenbei zu essen. Wisst ihr was? Guten Appetit. Das war aber eine harte Reiswaffel. So, schlage ich hier mal die Fenster rein. Eigentlich achte ich davor immer drauf, aber irgendwie habe ich es vergessen. Diesmal. Hier mache ich gleich ein richtiges längliches Fenster rein. So. Naja, schlicht, aber fürs Erste reicht's ja. So. Und wir haben hier tatsächlich anderes Holz, ne? So. Okay. Ich habe was an den Fingern. Ja, das sind die Nachteile. So. Ich weiß nicht, ob ich das als Haus bezeichnen soll. Es ist eine schlichte Unterkunft hier. Mal gucken, wie das aussieht, wenn wir erstmal das Dach drauf haben, ne? Mmm. Natürlich Wasser. Huch. Da war ich einmal ein zu schnell. So. Einen Moment. So, dann füllen wir das einfach mal mit Holz aus hier. Das ist einfach nur ein schlichtes Haus hier. Einfach mal für unsere erste Unterkunft. Das hier wird nicht das Haupthaus oder sowas. Das wird hier einfach so ein schlichtes Haus hier, ne? Hm.
So. Super Wetter. Super Wetter, super geil. Kennt das noch jemand vom letzten Jahr? Friedrich Lichtenstein? Edeka-Werbung? Klingelt da was? Na? Ich glaube, bei den meisten schon. Dieser Regen nervt jetzt aber schon ein bisschen, aber den scheide ich jetzt nicht ab. Der Regen gehört dazu. Mann. Ach ja, eigentlich sollte ich jetzt hier noch... sowas hier. Gleich mal rüber, mach's auch von der anderen Seite. Ja, es regnet hier in Strömen und natürlich auch nicht nur im Spiel, sondern auch in Wirklichkeit hier in Hamburg. Das ist nicht schön. Das ist überhaupt nicht schön. Ich hasse Regen. Und es regnet nicht wenig, es regnet doll. Da hat man mal einen schönen Sommer für ein paar Tage und dann regnet's wieder. Super. Alter, das kann jetzt nicht sein. So, ich möchte da wieder rauf. Ich habe da doch nur angefangen hier. Und wie war die Taktik nochmal mit dem Dach hier? So, die Taktik habe ich vergessen. Hätte ich vielleicht schon mal bringen können. Ja, super, das ist natürlich auch super. Das ist traumhaft. Schön. Wenn ich den hier noch kriege, dann bin ich glücklich. Ja, bin glücklich. So. Nein, verpasst. Warum? Okay, warum setzt er manchmal zwei? Jetzt haben wir nur noch 64 Stück. Macht aber nichts. Da muss man sich echt konzentrieren, dass der Regen dazwischen nervt. Dieses Haus wurde im Regen gebaut. So, noch 45 Stück. Und dann haben wir das.